Wunderschönen guten Abend. Kamera muss ich noch anmachen. Deswegen, mein Stimmchen könnt ihr schon mal hören. Kamera sollte auch gehen. Alles sehr spontan. Ich hoffe, ihr habt Lust drauf hier, wer da sein sollte. Und ja, die Farbe passt ja auch zu Team Österreich. Läuft. Was ist hier? Wer schreibt mich an? Ich weiß, niemand schreibt mich an. Ich habe nur Markierung. Leider klappt gerade Counter-Strike nicht so ganz, wie ich es will. Ja, man will immer wieder auf den Spectator-Button drücken. Man hasselt drauf und immer wieder dasselbe Problem. Aber ja, Österreich rot. Attacks rot, passt also hier von dem ganzen wunderschönen Hintergrund Bestrahlung. Ich hoffe, ich connecte jetzt rauf und kann auch endlich mal rauf connecten. Das Spiel kackt immer wieder ab, wahrscheinlich weil irgendwelche Sachen lädt. Vielleicht muss ich mal einen neuen PC kaufen, ey. Das ist unglaublich, immer wieder irgendwelche, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich muss darum, glaube ich, mal mit Jens sprechen, woran es liegt, aber wahrscheinlich immer wieder problematisch. Auf jeden Fall hat es schon angefangen. Wir sind da verzögert, also wir sollten, wenn es alles klappt, pünktlich reinkommen. Es dauert bloß bestimmt so 10, 12 Anläufe, bis wir endlich dann auch mal auf dem Server drauf sind. Counter-Strike immer wieder starten, neu starten, starten, neu starten. Die sind auf jeden Fall heiß. Es geht gegen Raptors EC. Wenn ich so Raptors lese, denke ich mal an den guten Raptor, der früher Turtle Esports hatte. Oder immer noch hat sogar. Grüße gehen raus. An den guten Raptor. Und Grüße im Chat, die so am Start sind. Kionix Kunde ist am Stissel. Grüße gehen raus. Blei sei gegrüßt. Einfach mal reingegrüßt. Was immer so geht. Und schon wieder abgestürzt. Ich sag's euch, es ist so nervig. Es tut mir so leid. Ich klicke so oft, wie es geht. Ich klicke so oft, es geht hier rauf, dass es losgeht. Ich dachte, es braucht jetzt nur 5, 6 Mal. Aber das haben wir letztes Mal schon gemerkt. Bei dem anderen Turnier. Österreich, die Spiele und so. Dass immer wieder einfach das Spiel abstürzt. Ich weiß nicht, ob ich noch was einstellen kann, muss. Sondern nicht die Sachen lädt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe da echt nicht so den Plan. Jetzt haben wir wieder... Ja, der lädt nur bis zu einem gewissen Punkt und dann stürzt das Ding ab. Ich guck mal, ob ich Jens hier ranbekomme. Das nervt mich extrem. Wir kicken. Wir sind dran. Ich bin dran. Ich werde wieder versuchen zu connecten. Es ist echt, es ist belastend. Ich muss ehrlich sagen, es ist sehr belastend. Aber wie ihr oben sehen könnt, es geht auf Anubis. Ich kann euch so weit mitnehmen, dass Attex aktuell, das ist ihr viertes Spiel, hatten sie auch, glaube ich, online geschrieben. Ganz normal. Aber aktueller Stand ist man, glaube ich, mit 2 Siegen und einer Niederlage am Start. So, oh, oh, oh. Es hat geklappt. Also ich bin jetzt auf dem Server, aber... Leider muss ich nochmal connecten. Das ist super belastend. Aber wir sind drauf schon mal. Das ist schon mal ein Vorteil. Ich wurde gerade gespoilert. Zum Positiven. Bin Don-Fan und durch ihn einfach positiv auf dich gestoßen. Cannabis, grüß dich. Welchen Don? Welchen Don meinst du? Sonix meinst du? Sonix? Sonix, Monix? Okay, okay. Gehe ich von aus, dass du Don mit Don... Ah ja, sehr schön. Grüß dich. Ich glaube, wir hatten ja auch schon mal das Vergnügen. Ja, viel Spaß beim Attex-Cast dann jetzt hier. Der sollte jetzt auch dann stattfinden. Sollte auch klappen. Hoffe ich jedenfalls. Messerrunde ist gerade durch. Ich bin auf dem Server. Könnte sein, dass wir nochmal abstürzen. Ich weiß es nicht. Meine Tastatur funktioniert nicht auf dem Server. Warum auch immer. Jetzt sollte es gehen. Ja. Und jetzt kann alles losgehen, meine lieben Freunde. Es geht los. Wir gehen rein. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich hoffe, du hast Lust. Also... Machen wir jetzt mal die tolle Musik auch aus. Rein geht's in dieses wundervolle Spiel. Kneolino, sei gegrüßt. Hey, wann geht's los? Na, jetzt geht's los. Ich habe gerade versucht, auf den Server zu connecten. Das war, glaube ich, der 15. Anlauf oder sowas. Und perfekt angekommen. Ich auf dem Server, ihr hier im Spiel. Viel Spaß. Attex gegen die Jungs hier von Raptor EC. Es steht 2:1 in der aktuellen Liga. Man ist in der Season 50. Playoffs will natürlich erreicht werden, denke ich mal ganz klar hier bei den Jungs. Und da bin ich sehr gespannt, was die Jungs machen. Ganz natürlich ein schneller Go hier auf den A-Spot. Plant geht durch, gar kein Problem hier für unsere 5 Boys. Und die CTs mit dem Retake. Ich habe jetzt nicht geguckt, was für eine Stats die haben. Ist ja auch relativ spontan. Aber wir snacken die weg, oder? Hyped jetzt hier ready mit seiner Glock-Pistole. Ist immer gut dabei. Oh, schöne Flash gegen eigene CT-Spieler. Dann trotzdem fallen einige Spieler von uns.
Schlagabtausch hoch 10, aber trotzdem ist noch einer und Freeze Bandit ist. Holt hier die erste Runde für Attacks. 1:0. Wundervoll. Der Kampf an der Main ging zugunsten von uns aus. Die Raptors mit Jamie-Bild. Achso, oben in der Mitte, ja. Der wäre krass, wenn der Virtus Pro-Spieler jetzt hier. Ich kenne den mal, ja, ist ja mal ein Wunder. Mach ich mal ein bisschen leiser machen hier. Dass der hier mal am Start ist. Aber das ist ja. Der war da gerade erst in der ESWC. Da waren die da unterwegs. Wo haben. Ich glaube, die waren im Halbfinale, ne, Virtus Pro. Haben wir, glaube ich, gegen G2 verloren. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe jetzt gerade. Hab's nicht ganz gesehen. Aber egal. Drüben die Echo Round. Also sollte hier ganz klar eigentlich die Runde an uns gehen. Alles schon erlebt, alles schon gesehen. Deswegen hoffe ich natürlich ganz klar, dass Perks, Freeze, Arrow, Hyped und Ozzyk so das Ding runterzocken können, wie sie es wollen. Jetzt der erste Kontakt hier gegen Carrara. Ich muss übrigens auch mit Zen nochmal sprechen. Denn wir hatten ja die Player Break und Perks ist immer noch im Team. Das ist mega geil. Mich freut es extrem für Perks, wenn er vielleicht auch ein fester Bechanchler wieder wird in diesem Team. Denn er war eigentlich nur als Stand-In, meine letzte Information, angesiedelt. Solange man Ersatz hier gefunden hat für Sky. Weil Perks ist ja raus, dafür kam Sky rein. Und die anderen Jungs, glaube ich, waren es ja. Mal gucken, wie man sich jetzt ranholt. Was natürlich interessant wäre, weil bis jetzt Attack sich ja so... Wenn man jetzt den Werdegang so betrachtet, was meint ihr? Könnte ein Prosus hier reinkommen, ne? Prosus raus bei Big. Wurde gegen Rigon ersetzt. Ist ja mittlerweile alles offiziell. Wer weiß, ob man hier einen Prosus reinholt. Die Frage ist halt, ob Prosus das möchte. Ist ja auch so eine Spielerfrage. Gucken wir mal, was hier bei Attacks passiert. Ich denke mal, in dem Lineup wird man eh noch bleiben. Weil man, glaube ich, nur mit diesem Lineup dann spielen darf. In den Play-Ins der Intellect Stream Masters. Das wird auch nochmal ein richtiges Fest. Richtig, richtig nice. Prime holt sich den Frag gegen uns. So zweimal sogar verlieren wir jetzt hier einen Spieler. Das ist ganz schön eklig. Was macht Hype in der Mitte? Wir brauchen hier einen Ozzyk. Der eskaliert. Ozzyk! Schießt daneben. Von hinten, von der Mitte kommt schon ein Spieler. Aber Hype von der Seite. Optimaler Spielzug. Jetzt kann man nochmal rüber rotieren. Direkt auf den A-Spot. Mal gucken, ob Kara sich davon vielleicht kurz irren lässt, aber nein, er pusht auch direkt rüber, also 2 gegen 1, Ozzyk muss auf dem Schirm, dass er schon stehen kann, und da ist er aus, Ozzyk regelt das alleine, überlebt das Ding, gutes Spray, 13:0 für Attacks, die Waffenrunde auch Nummer 1 besiegt gegen den Gegner. Die Map ist T-lastig, das stimmt, aber nicht mehr so krass, wie es mal war, mittlerweile CT-seitig auch sehr, sehr viel Impact dabei, also die ist eigentlich eine T-Map auf jeden Fall. Aber ich habe schon einiges gesehen, dass auch die T-Side Probleme hat und man sehr, sehr viele Runden auf der CT-Seite bekommt. Also, das ist nicht mehr so wie in CSGO. Es hat sich alles ein bisschen geändert. Guckt euch das 2 an. Das 2 ist auch nicht mehr so clean, wie es mal war. CS2 hat das Spiel auf jeden Fall ganz klar zu einem anderen gemacht. Würde ich schon meinen. Live-Score von den anderen Spielen. Welche anderen Spiele? Oh, schön gemacht von Perks. Double Frag sitzt. Ozzyk mit dem nächsten. Ich bin noch ein bisschen eingerostet. Ich bin gar nicht auf die Frags drauf. Bisschen traurig. Auf der Faceit-Seite einfach mal. Faceit eingeben. Linke Seite steht Ezea und dann kann man sich da durchklicken. Sind alle Best of Ones. So sieht's aus. Ich habe jetzt den Link gerade nicht parat. Tut mir leid. Aber wenn du eigentlich in Faceit reingehst, hast du linken Seite Ezea. Und dann kann man da League, glaube ich, drücken. Habe ich auch gerade so gemacht. Und dann kannst du dir aussuchen, was du angucken möchtest. Du musst natürlich auch zentral auswählen. Sag ich jetzt mal, also Europa. Es gibt ja auch amerikanische etc. Gibt ja alle möglichen Sachen. Deswegen schön gucken, welche man nimmt. Und dann passt das jetzt. Das 101 hier vielleicht nochmal gegen die Pistol. Aber ja, Arrow war schneller als ich. Wollte gerade auf Moss gehen, aber der ist schon raus. Ja, natürlich kann man Live-Scores dort auf der Ezea-Seite natürlich viel schneller sehen. Da ist man eine Runde weiter vorne. Leider ist es nicht so ganz angepasst mit dem GoTV. Das würde ich auch feiern, wenn man, das muss ich mal anbringen, dass sie diesen Live-Score mit dem GoTV, sag ich mal, verbinden.
Weil damit könnte man nicht gespoilert werden. Auch niemand kann dann sich angucken, wie der aktuelle Score ist. Das ist ja bei HLTV ganz gut, dass eigentlich meistens immer das auch dann an Delay angepasst ist von den GoTVs. Dass man da nicht irgendwas sehen kann und dann irgendjemand spoilert oder sonst irgendwas. Weil das ist mal sehr, sehr belastend. So, zurück ins Spiel. Steht 4:0. Der Gegner, Raptors, müssen jetzt Gas geben. Aus ihrer Sicht ist mir eigentlich egal, will ich gar nicht, dass sie Gas geben. Klar, für ein etwas besseres Spiel sehr, sehr gerne. Aber overall würde ich es halt schon feiern, wenn wir jetzt einfach das Ding hier sauber runterrasieren. Ich wollte gerade schon sagen, 16:10 ist nice. Aber es geht ja noch bis 13. Also 13:8, so Endergebnis. Damit bin ich zufrieden. Aber ein bisschen Action, ein bisschen Impact. Aber ein cleanes Ergebnis zum Schluss. Und jetzt bin ich gespannt. Orsic, jetzt wieder der Entry. Zusammen mit Perks. Die beiden sind die Kampfschweine hier im Team. Jetzt wird drauf gepusht. Hier kommt die Mollo. Das Timing ist gut. Einer dahinter. Was ist mit Perks? Der macht den Frag gegen Riz. Kann den zweiten auch noch setzen hier an der Seite. Wundervoll. In der Mitte wartet Freeze. Könnte das Timing haben gegen Moss. Hat ihn, glaube ich, noch gesehen. Ich bin nicht ganz sicher. 4 gegen 3. Attacks. Personal im Vorteil. Aber ich denke auch fast, man könnte hier auf den, nicht mehr auf den Retake gehen. Aber man hat noch einen Defuse gelassen. Man möchte es auch angehen. Man möchte hier wirklich versuchen, noch hier den Asp wieder zurückzuerobern. Aber eigentlich macht es nicht viel Sinn. Man sieht hier Prime, der chillt noch in der Mitte sehr weit vorne. Da wird man nicht mehr angreifen. Die Runde geht an uns. Die Runde geht an Alternate. Wundervoll. 5:0 Attex. Gut dabei. Ein sehr, sehr, sehr guter Start gerade. Findet jetzt auch keinen mehr. Freeze hat noch mal ein bisschen gelurkt hier, aber jetzt zeigt sich auch niemand. Ist auch gut gemacht hier von den CTs. Wollen hier keine Waffe abgeben, denn Geldtaschen sieht es natürlich nicht so gut aus. Scoreboard, Perks, wie immer, sahnig dabei. 8 Frags schon auf dem Scoreboard. Eigentlich so ein richtig geiler, starker Stand-In. Ich feiere den Jungen. Deswegen auch cool, dass er noch mal so direkt wieder zocken kann damit mit seinen Jungs zusammen. Und auch auf ja, hohem Level eigentlich mittlerweile. Er hat auch einiges durchgemacht. Aber sowieso, es müsste eigentlich eine Dokumentation über Freeze geben, finde ich. Eine der auch coolsten Geschichten so. Ohne viel Vitamin B hat das geschafft, sich zu bewerben hier. Ich weiß gar nicht, ob es an Lennart lag dann damals. Aber dass er hier von Attex gepickt wurde, mega, mega coole Geschichte. So, der Gegner natürlich wieder immer noch an den Waffen mit den drei gesaveten, hat man das Geld gehabt, um wieder zu legen. Kleiner Contact hier an B-Main von Arrow. Haben wir gerade die Granaten-Action gesehen, hier um die Smoke wegzudrücken. Aber wirklich viel hat man nicht gesehen. Beide Teams haben noch keinen eigenen oder anderen gegnerischen Spieler gefunden. Also somit alles noch im grünen Bereich. Aber jetzt gibt es den ersten offensiven Push. Und Hyped ist einfach unsere Nummer 1, wenn es um die AWP geht. Und mit dem ersten Schuss direkt hier den ersten Treffer. Unterzahl für die Raptors. Und guckt euch den Frechdachs an hier, Freeze. Einfach durch die Mitte gesneakt, durch die Smoke durch. Damit rechnet niemals der Gegner, niemals im Leben wird damit Raptors rechnen. Freeze kann hier gleich den kompletten Rücken zerstören. Nummer 1 nimmt er. Connector-Spieler hat er noch nicht gefunden, ganz klar. Und der ist natürlich bekannt. Jetzt wird er gepusht von Freeze, auch mit dem Double macht. In der CT-Base steht der nächste Spieler. Jetzt kann man irgendwie vielleicht nochmal auf den Spot kommen, aber Riz ist schon vorne. Freeze regelt ihn doch. Komm, Peak einmal. Schön gemacht. Freeze Nummer 3. Wir brauchen hier gar nicht mehr irgendwie die In-Eye ändern. Man gönnt sich. Jetzt gibt es nochmal einen Schuss hier gegen Arrow, aber der ist clean dabei. Auch er kann es. 6:0. Also Attex mit einer soliden Leistung sind hier ganz klar im Vorteil. Aim-technisch, Duelle werden gewonnen. Man ist hier aus meiner Sicht aktuell, keine Ahnung, das ist massiv. Massiver Unterschied gerade vom Level. Ist heftig. Ist sehr, sehr heftig. Also man spielt hier volle Dominanz aus. Man spielt es sehr gut runter. Cleane Taktiken. Wobei eigentlich die letzte Runde war eine Freeze-Runde definitiv. Der freche Play war super stark. Schön aggressive Play. Mir sehr gut gefallen. Aber dann natürlich vielleicht auch einfach die Situation halt Hype tut den Frack. Oh, jetzt gefährlich. Nochmal aufpassen. Hero AWP übrigens, meine lieben Freunde hier von WFN. Aber es war der erste Schuss natürlich von Hype, ne? Der hat die ganze Runde aufgemacht. Weil man hier auch auf Anubis wie auf Ancient sehr aggressiv gehen muss auf der CT-Seite. Für die Information. Information ist A und O. Du hast ja doch relativ große Laufwege hier für die CTs gefühlt. Aber trotzdem, 6:0 gefällt.
Gefällt sehr gut. Freeze wie immer der Mittelspieler, werden wir auch dann wahrscheinlich dann ganz klar auf der CT-Seite sehen, dass er hier oft in der Mitte spielt. Ab und zu auch mal ein Hype, der da Action macht. Oh, Prime jetzt hier frech von ihm. Macht den Double. Freeze ist da. Arrow lenkt ein bisschen mit Steps ab. Gut gemacht von Freeze und Arrow. Trotzdem nochmal eine intense Runde jetzt hier gerade für uns. Prime macht die Runde auf für Raptors. Aber der Plant geht durch. Jetzt weiß man halt nicht, wo die anderen CT-Spieler sind. Die kommen von unten, von der Mitte. Freeze hat den Plant durchziehen können. Jetzt hat man den ersten Step schon aus dem Connector. Jetzt kann man hier gleich ein gutes Kreuzfeuer machen von Arrow. Und Freeze. Arrow wird rausgenommen mit der Smoke. Hat Freeze noch eine Granate? Hat er nicht. Aber eine Flash von Arrow könnte gleich kommen. Aber Freeze, perfekter Engel. Damit hat Moss jetzt nicht gerechnet, direkt Arrow mit dem zweiten. Natürlich optimal. Er wusste, er muss erstmal die Ecke checken. Also von der Situation aus kann er einfach viel besser einsehen. Schön gespielt. 7:0. Die Runde gesichert. Nachdem man hier kurz nochmal es hat kurz anbrennen lassen. Und wir sehen, Perks ist gedroppt. Unten links stand es gerade. Shutting down the game stand da jedenfalls. Wahrscheinlich irgendein Problem mit dem Rechner oder einfach abgestürzt, Anti-Cheat, was auch immer. Und dann geht's gleich rein in Runde 8. Ja, ihr seht es an den Kills. Also Raptors kommt gerade gar nicht rein. Also bis jetzt passiert nichts. Attex hat so viel Kohle. Die 7:0 Führung spiegelt sich auch am Geld wieder. Das ist echt heftig. Der Attex also super dominant. Super, super dominant. Und vielleicht können wir ja kurz mal hier rausswappen. Auf das Faceit Match jetzt hier nicht, aber hierhin. Und zwar könnt ihr euch das hier angucken. Man hat hier gewonnen. Ja, man kann nur die Details hier angucken. Na? 13-6 hat man gewonnen gegen Gen 1, kennt man auch. Die spielen auch ab und zu, glaube ich, die ganze Zeit schon in der Advanced. Hier hat man leider verloren, sogar relativ deutlich. Ich weiß gar nicht, was der Unterschied jetzt war, warum die so krass waren. Aber die Namen sagen mir jetzt auch nichts. Scheint aber, hat man Probleme gehabt, leider. Hat man leider Probleme gehabt. Ist schon natürlich heftig. Ist heftig, aber ich denke, ein Lose ist nichts. Man kann ja ungefähr, lass mich lügen, ich glaube, 4 Niederlagen sollten drin sein. Vielleicht sogar 5, um in die Playoffs zu kommen. Aber ich denke, 4 ist besser. 14 Spiele hat man eigentlich immer. Es gab auch mal Seasons, da gab es dann nur 12. Aber es kommt dann darauf an, was für ein, ich weiß nicht warum. Aber ich denke, man wird, also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass man die Playoffs erreichen wird. Letzte Season war man auch, warte, wir können ja mal kurz reingucken, wo Attex stand eigentlich. Wir können ja mal kicken. Attex, lass mich lügen, Season 48. Wo ist eigentlich, warum ist hier keine Season 49? Irgendwas, das habe ich verpasst. Season 49 gar nicht mehr aufgebaut. Kann man jetzt gar nicht sehen. Interessant, warum auch immer. Da war man noch, siehst du, in der Season 48 war man nämlich noch in der ECL, hier sieht man es noch, ne? Also es hat nichts mit der, hier ist man wieder in der Advanced. Schade, dass man nicht gerade die Dinger sehen kann. Das nervt mich gerade ein bisschen. Aber nur gut. Wie ihr sehen könnt, dauert einen Moment, bis es wieder weitergeht. So, Perks ist wieder da. Ihr seht, es geht schon wieder weiter. Das 8:0 ist natürlich greifbar nah. Vielleicht jetzt hier gleich wieder nächstes Duell. Hype ist schon bereit, falls ein aggressiver Push jetzt hier kommt von Riz. Aber man traut sich jetzt gerade nicht wirklich weiter. Freeze fällt. Oh, das ist bitter jetzt hier. Die AWP erfolgreich in der Mitte. Das Duell geht nach hinten los. Leider unser IGL. Freeze gefallen. Aber alles noch drin. Wir haben noch 4 starke Spiele immer noch am Start. Arrow hyped, Ozek und Perks. Und man entscheidet sich hier für den B-Spot. Wir sehen es schon. Volle Rotation Richtung Connector. Die Bombe, Arrow am Start. Muss natürlich ein bisschen passiver, ein bisschen später rein connecten wahrscheinlich. Damit er nicht zu früh die Bombe fallen lässt.
Unten geht's rein. Connector erstmal reingecheckt. Mal drei Spieler, die man besiegen muss. Die warten hier schon on site. Die Smoke natürlich ungünstig. Jetzt gibt's nochmal eine Mollo. Es wird nochmal gegen gesmoked schon mal, dass man was machen kann. Sich aufbaut für den richtigen Play. Und jetzt das Timing. Aber die Smoke liegt natürlich perfekt. Man muss aufpassen. Jetzt wird der Play einfach durchgezogen. Aber wir gucken, ob gebankt wird. Ich hoffe, man überlebt hier bei Arrows. Ist gar kein Problem. Man hat einfach durchgelassen jetzt hier aus Sicht der CTs. Jetzt gibt's nochmal eine Granate in die Ecke. Die kommt gut. Die kommt richtig stark. Aber trotzdem ist es der Schaden vom Gegner. Trotzdem noch 3 gegen 4. Sehr, sehr crazy Situation jetzt hier. Der Plant ist da. Der Gegner kann hier definitiv hier vielleicht die Runde zurückholen, aber hat auch keine Smoke mehr. Man hat 2 Defuse-Kits und Hype ist aber ready. Hype Nummer 1. Was macht denn hier parallel Perks? Der rettet, der saved nicht Hype, sondern insgesamt gibt es ein Duell zwischen den beiden. Die regelt das Hype mit dem nächsten Brett und die Runde sieht gut aus für Attex. Schön gespielt hier von Perks und Hype. Arrow lenkt auch nochmal ab. Gegenseitig deckt man seinen Rücken und die Runde Nummer 8 geht an Attex. Was für eine freche Runde hier von den Jungs. Muss ich ganz klar sagen. Ich finde das so crazy. Man kann hier einfach, da liegt die Smoke. Ich weiß gar nicht, ich war sogar vielleicht von den CTs. Ich weiß nicht ganz genau, ob die jetzt von uns war oder von den CTs gerade. Vor der Säule hier, wisst ihr, was ich meine? Hier an dieser Stelle. Die hat der Arrow direkt eiskalt ausgenutzt, geplantet. Ich dachte jetzt, man würde das einfach hier mal durchbängen. So, weißt du, so auf diese Art. Aber nichts. Nichts irgendwie gemacht. Gut für uns, dadurch gar kein Problem. Konnte sich auch noch zurückziehen. Granate macht viel Schaden und dann ging's ab. Dann ging's ab, da wurde richtig reingebrettert. Oh, und ich klicke jetzt hier hin und her gerade, ein bisschen zu viel. Codierung überlastet. Heftig, was ist der los? Rot. Oh, jetzt haben wir gerade den Nachteil bei uns. Ne, so nicht, wir sind noch zu viel. Ich dachte, die werden noch zu dritt. Sah gerade so aus, weil ihr seht, alle drei Spieler zusammen gestackt, aber es sind 4 gegen 4. Aber diesmal der offensive Play jetzt hier von Kara und Prime bringt natürlich einiges an Impact für Raptors. Trotzdem, Ozzek ist ready, dass Kara hier vielleicht hochkommt, nochmal aggressiver rangeht. Hype wartet hier vor der Smoke. Wenn da auch gleich was geht, dann wird hier richtig abgeschossen. Also, alles im Grün noch hier. Die Jungs von Attex wissen ganz genau, wie man die Map spielt mittlerweile. Die kennen sich aus, die wissen, was sie tun. Jetzt gibt es das Duell vielleicht. Kara, na, traut er sich hoch? Nein, er will auch nicht zu viel. Man zieht sich jetzt hier zurück, auch wieder auf die Spots. Wieder eine 3-Mann-Stack auf dem B-Spot und nur ein armer A-Spot. Jetzt bin ich gespannt. Wenn man jetzt ein Quäntchen Glück hat hier bei Attex, sich für den A-Spot zu entscheiden, wäre natürlich mega gut. Und es sieht gerade ganz gut aus, ne? Man rotiert hier Richtung A. Also, ich war aus der Sicht des Wassers. Wird jetzt erstmal hier wahrscheinlich gleich das Duell finden. Hype, holt den Frag 100%. Prime, komm schon. Deine Prime-Time, ne? Wie war das? Prime-Sub ist no crime, sagen die immer. Boah, diese Anspielung, ganz schlecht. Ganz schlecht, meine Freunde. Oh, jetzt aber WFN. Kann er abgesmoked werden? Ne, nur eine Flash hier noch von Freeze. Der muss aufpassen. Der wartet auch auf Engel. Der Rest müssen die Jungs alles machen. Oh, oh, oh. Die Flash natürlich gegen ihn. Aber man ist trotzdem noch in Zeit. Jetzt kann man hier nochmal eine Granate werfen. Die kommt gut gegen die AWP. Noch eine Flash rein. Der Plant geht auf jeden Fall durch. Wieder 3 gegen 3 Situation. Arrow hyped. Ha, Ozzek. Diesmal die Jungs zu dritt. Wir haben auch unsere AWP noch, die jetzt ganz klar hier hoffentlich gleich erstmal den guten Prime aufessen wird. Einmal Mampf, Mampf, Mampf. Und durch abgesnackt. Hyped! Gönn dir! Oh, der Anschuss ist natürlich nicht so schön. Aber Schaden gemacht ist gut. Arrow kann immer noch aus der Ecke Kante schießen. Arrow! Auch der verschießt und Prime mit dem Double sogar. Heftige Nummer. Und Raptors mit der ersten Runde. Schade. Ich glaube, der wird sich auch Hyped in den Arsch beißen, denn das war eigentlich ein sicherer Frag. Hat er einen Tick zu früh geaimt. Doch nochmal die Kante irgendwie angetroffen. Ich weiß es nicht. Bitter. Bitter für unseren jungen Gott an der langen Waffe. Schade eigentlich. Egal, eine Runde kann man schon mal abgeben, ist in Ordnung. Wir haben ja immer noch 3 Runden zu spielen jetzt hier in der ersten Halbzeit. Und Attex mit 8 Runden ist halt schon wirklich massiv. Man könnte daraus immer noch ein 11:1 machen, was ich richtig feiern würde. Das Geld ist bei Attex komplett da. Wir müssen uns, glaube ich, gar keine Geldsorgen machen bis zum Schluss dieser Partie. Allein, wenn man immer Bomben legt, auch noch on top. Also, trotzdem gerne Daumen drücken hier im Chat. Und dann kann man hier weiter rasiert werden. Let's go. Oh, jetzt Arrow. Muss aufpassen, da kommt die Flash. Vom Timing her überhaupt nicht gut. Der pusht sich hier Ryze alleine rein. Jetzt gibt es hier eine Konterflash von Arrow. Man pusht sehr aggressiv rein. Man weiß, mindestens 2 Spieler hat man im B-Spot gesehen. Jetzt kann man hier wahrscheinlich schnell Gas geben. Es soll Richtung B wahrscheinlich gleich gehen. Da wartet Kara mit der M4. Aber ein bisschen das Tempo rausgenommen hier gerade von
Die Jungs von Attacks, klar, man liegen ja auch überall Smokes. Ist schwierig, aber aus der Mitte kann man jetzt angreifen. Orsek schon raufgepusht. Keine Chance jetzt hier gleich für den CSP-Spieler. Was wird passieren? Granate perfekt gespielt jetzt hier. Die Bombe muss nur auf den Spot draufkommen. Die ist noch sehr, sehr weit weg im Wasser. Hat man noch mal eine Smoke, hat man noch mal ein paar Granaten. Auf jeden Fall, Attacks hat noch einiges an Utility. In der Mitte wartet auch schon Freeze. Ein 5 gegen 3, also eigentlich musst du schon safen gehen jetzt hier aus Sicht der CTs. Ich weiß nicht, was man hier noch probieren möchte. Prime rennt durch jetzt hier. Jetzt hat er hier wirklich einen Höhenflug. Aus der letzten Runde, ja, wollte schon sagen, direkt zurückgezogen, Freeze, leider geholt worden, hier nachdem er nochmal hinten lang gelaufen ist und wir sehen, es geht Richtung CT, besser wartet Perks, Timing ist perfekt, wurde nicht gesehen, doch, hat ihn gesehen. Oh, aber deswegen kann man Perks nur lieben, meine lieben Freunde, er hat seine verdammten 15 AP, wahrscheinlich würde der Call kommen, ey, der hat nur ein AP, ein kleiner Anschuss, aber Perks ist so clean, so fast und gönnt sich, den ersten hat er auch noch hier. Und Arrow richtig nice. Komplett zerstört. Nochmal die Connector safe hier. Ah, oh, das ist doch mal edel. Das bockt richtig an, meine lieben Freunde. Richtig schön hier nochmal die CTs reingegönnt, reingesnackt. 9 zu 1. Die eine Runde war ein Ausrutscher. Da kann man manchmal davon sprechen, ne? So ein kleiner Fehler. Im Endeffekt, der Druck auf Hyped. Ein klein bisschen so, ne? Hyped hätte da den Schuss treffen müssen, dann wären die nur zu zweit gewesen. Dann hätte man das Ding easy pumpeasy decken können. Und da wäre das alles gar kein Problem. Ab geht's. Wieder in der Mitte wird gepusht. Freeze. Ja, da liegt halt keine Smoke. Nur eine Molo lag da. Direkt den Spieler bestraft. Freeze mit einem guten Timing. Jetzt kommt die Smoke. Konter-Smoke von Freeze. Kleiner Fixpunkt. Wird gegönnt. Granate hilft ihm auch nochmal, um was zu sehen. Pusht nochmal nach vorne. Geht gegen Riss ran. Riss im 1-on-1. Und das ist das Duell für Freeze. Und da wartet noch einer. So viele Steps, die hier gemacht werden. Ah, oh, schade für Freeze. Keine Chance natürlich. Aber man weiß, jetzt ist der dritte Mann auch noch in der Mitte gewesen. Der aber sofort rotiert. Der gute Prime wieder Richtung B-Spot. Und es ist wieder der B-Spot, den Attacks angreifen wird. Da wartet Moss. Da wartet Prime. Arrow aber von der Main. Kann jetzt nicht viel machen. Aber hier perfekt natürlich. Er kann nicht viel machen. Guckt euch an, diese Dynamik mit dieser Granate. So eklig. Arrow holt sich hier die Sicht und macht sofort den Frag. Orsek on site. Auch kein Problem. Der letzte Spieler kommt jetzt hier von der Mitte. Es ist Karar in dieser vorletzten Runde. Der sollte eigentlich safen gehen, weil die haben kein Geld. Guckt euch an, die haben komplett runtergekauft. 0 Dollar bei 3 Spielern. Das sieht nicht gut aus. Das ist das sichere 10 zu 1, meine lieben Freunde. Attacks mit einer so dominanten Halbzeit. Das ist echt heftig. Also, da kann man nur jetzt den Hut vorziehen. Richtig, richtig, richtig starke Leistung, was die Jungs hier gerade bringen. Und Arrow, zack, direkt schon wieder clean. Auch die Waffe weg. Man will gar nicht safen mehr. Ich glaube, die Luft ist raus. Also, die Raptors haben schon, glaube ich, seit Runde 3, glaube ich, wissen die schon, die sind raus. Die wissen das schon. Die Luft ist raus. Da hat man schon aufgegeben. Also, 10 zu 1 Führung, meine lieben Freunde. Wahrscheinlich gleich ist 11 zu 1. Außer wieder, wir haben irgendwie Pech. Ich glaube nicht daran, dass hier Attacks irgendwas machen kann. Entschuldigen Sie. Raptors meine ich natürlich. Attacks führt. Wir loben. Ganze Zeit Lobeshymnen auf Attacks und dann. Ich glaube nicht, dass Attacks viel machen kann. Oh mein Gott. Es waren Jinx natürlich. Die können alles machen. Wisst ihr Bescheid, ne? Ganz klar. Versprecher sind ja normal bei Algi. Man kennt. So kennt man ihn doch. So kennt man ihn. Rein geht's. Ah, doch nicht. Ja, Asboy. Ich dachte, jetzt geht's hier rein. Ja, aber nichts ist. Ja, Freeze in der Mitte. Dieses Mal ein Verlust. Sehr Mitte A-lastig aufgestellt von Raptors. Attacks macht es immer gut. Ein bisschen Stress mit der Utility. Haben wir jetzt die Spieler komplett all-in committed. Jetzt geht es in die Rotation schon wieder über die T-Base sogar, wie es aussieht. Liegt da noch was? Oh, da liegen noch ein paar Flashes, ein paar Granaten. Die nehmen wir mit, gerne, ne? Die nehmen wir mit. Oh, sick. Nochmal kurz reingesammelt, die Utility. Und auch der Train der CT ist aber auch in der Rotation wieder auf dem B-Spot, weil es lange gedauert hat. Und der offensive Play jetzt hier von WFN ist gut für die CTs. Muss man ihn ganz lassen. Damit hat man die Information. Die Smoke fadet gleich, weil die haben auch keine Utility mehr. Die haben auch 2 Flashes auf Sicht der CTs. Die haben kein Defuse-Kit. Wenn man den Plant hinbekommt, und dann wird es richtig gefährlich. Und jetzt ist aber schon die Rotation vom Aspot auch da. Also man hat jetzt hier die Info gehabt. Man geht jetzt all in. 5 gegen 4, wie es aussieht. Die CTs könnten gleich noch gleich die Zeit hinbekommen, hier rauf zu pushen. Aber Double Frag sitzen. Moss mit einem zweiten. Moss mit dem. Wir haben mit dem Double sogar nochmal Karam mit dem letzten. Und es ist hyped alleine im 1 gegen 2. Geht an die AK ran. Jetzt hat er natürlich ein Problem. Die Bombe liegt mitten offen. Er weiß nicht, wo beide Spieler sind. Die Smoke fadet natürlich vom Timing her. Da merkt man eine gute Game Sense. 20 Sekunden auf der Uhr.
Ja, und der muss natürlich erstmal die Bombe aufheben und planten. Aber die werden machen es gut. Der eine Schuss hat natürlich jetzt Karar, hat die verraten. Aber er muss planten. Von unten kommt der nächste Spieler. Ja, oh, der verschießt hier auf Hyped. Aber da war keine Muni mehr drin auf der AK, bitter. Damit sind 10 zu 2, kein 11 zu 1. Aber trotzdem, eine super, super starke Leistung hier zur ersten Halbzeit. Und guckt euch an, Freeze, Perks, Arrow, jeweils 12 Frags. Das ist schon echt heftig. Das ist eine Ansage. Und jetzt, also ich sag euch ganz ehrlich, wenn Raptors jetzt nicht die Pistol gewinnt, dann ist das Ding durch. Dann ist das Ding sowas von durch. Also es ist jetzt, aus meiner Sicht ist es jetzt schon durch. Ja, ganz klar, für mich ist es hier schon, die Jungs haben es schon in Sack und Tüten. Die Frage ist halt, wie hoch oder wie niedrig, sag ich jetzt mal, gewinnt man. Wie hoch verliert der Gegner? Wir müssen natürlich die anderen Nummern jetzt benutzen. Jetzt sind wir ja hier auf der anderen Seite. Und ja, Double Beretta, Orsek hat Bock. Orsek wird gesnackt, leider gerade zum Glück. Trotzdem alles noch gut. Vielleicht kann man jetzt hier was von Arrow seitig machen. Man bleibt eisern drüben auf dem A-Spot noch kleben. Die beiden CT-Spieler, Freeze und Perks warten. Auch Perks hier mit der Double Beretta, dreht man sich um. Perks mit 1, Perks ist halt ein Pistol Goat, definitiv. Kara holt sich noch Hype. Perks mit der Nummer 2. Nee, Freeze war es gewesen. Duell von Arrow, wir sind direkt drauf. Der Pfeil der Liebe. Direkt im Gesicht hier bei Karada, der kann nichts machen. Und jetzt kommt die Bombe auf den Spot. Die kann wahrscheinlich geplantet werden. Jetzt muss man auf Zeit spielen, ein bisschen zusammen gamen. 3 gegen 2 ausspielen, den Vorteil sich gönnen. Dann geht's ab. Man will jetzt hier Arrow pushen, aber nicht mit Arrow. Ich sag's euch, Arrow macht das gar kein Problem. Ich wusste es doch. Gar kein Thema für Arrow. Da ist doch sowas von darauf vorbereitet, meine Liebe. Das ist doch so, das ist aus dem Handgelenk rausgeschüttelt. Einfach mal so easy. Arrow gönnt sich diesen Push. Das war die logische Schlussfolgerung, die der Gegner machen musste, um sich vielleicht einen Vorteil nochmal rauszuspielen. Das wusste Arrow und dann war es das mit der Pistole. Klar, man hat hier eine Force, wenn man wollte, auf Sicht der Tees, Martin Loser Bonus, die Bombenplant. Aber ich glaube, meine Lieben, das Ding ist hier gleich durch. Man macht eine Hero Galil, ich wollte schon sagen, man forst natürlich rein bei den Tees. Und wenn wir jetzt das 12 zu 2 machen, dann hat man hier 10 Matchbälle. 10 Matchbälle ist so eine immense Summe bei MR12. Super stark, super wichtig. Klar hat man auch einiges drehen sehen schon, aber für mich ist das hier ein ganz klarer, riesiger Klassenunterschied hier zwischen diesen beiden Teams. Die Spieler werden vielleicht nicht schlecht sein, alles gut. Aber Attex ist einfach um Längen besser hier gerade. Die spielen es besser taktisch, mental, aimtechnisch. Man ist so stark unterwegs und man sieht, man findet Freeze nicht. Der lässt sich hier nicht snacken. Der bleibt cool in der Smoke einfach chillen. Und man bleibt sehr passiv. WFN zieht sich auch zurück. Na, kommt er jetzt nochmal mit der Deagle? Er will es wissen. Und man denkt, er will den Kick-Cut verteilen, aber wird kassiert. Da gibt es die Granate. Danke für den Damage auf jeden Fall aus Sicht der Tees. Orsek macht den meisten Schaden hier gegen unseren Mann. Und Perks hat das Timing gegen die Galil und Scout. Die Scout, die fliegt und siegt definitiv nicht. Ich denke mal, die kassiert direkt, aber auch das ist gut gemacht von Perks. Hat sich kurz gejiggelt, hat sich kurz gezeigt und jetzt wieder passiv. 3 Spieler auf der A-Side. Sind ready. Prime, schöner Schuss. Muss man ihn lassen. Perks wird abgezielt. Und dann macht der noch so ein Ding von Moss. Jetzt muss man aufpassen. Wo bleiben unsere Jungs? Oha, jetzt ist hier aber, ich weiß auch nicht, was passiert. Kriegen wir nochmal einen geilen Hero-Moment von Orsek. Alter, Moss hat richtig Bock. Massiv rastet der aus Arrow. Könnte es hier noch klatschen, aber hat keinen Defuse-Kit. Und die Runde geht an den Gegner. 11 zu 3. War noch ein bisschen zu früh gefreut. Cleane Shots von Moss. Chapeau, meine lieben Freunde. Trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, wir müssen uns keine Gedanken machen. Man safety M4. Mehr kann man nicht machen. Man geht trotzdem auf die Jagd hier von Kara. Ist schon frech. Aber ich denke, auch ein Arrow wird schon mitbekommen, wenn er kommt. Und dann wird rasiert. Na gut, klar, ein Force-Bar jetzt hier, nachdem man die Pistole gewonnen hat und danach die zweite Runde verliert, muss man reinforcen. Man hat diese Hero M4, ansonsten noch eine MP9, hier behyped.
Wir können jetzt nur Daumen drücken, dass wir jetzt hier nochmal ein bisschen was rausholen hier aus dieser Runde. Wäre natürlich nice. Arrow dodgt hier einfach ohne Probleme diese ganzen Granaten richtig stark. Sword Flash gerade Arrow bekommen. Arrow mit dem Double-Beiner, das wär's doch gewesen hier. Aber WFN dahinter. Es gibt eine Molo gegen Freeze, der wurde gehört. Muss ich zurückziehen, die M4 ist weg leider erstmal. Aber Hyped ist auch noch da. Ich schmeiße mal eine Granate nach hinten zum Notfall. Die MP9 ist ready hier für den Push. Die Mitte möchte man unbedingt auf Krampf hier haben von den Tees. Aber Hyped könnte hier vielleicht gleich seinen Gegner finden. Die M4 hat man aufgehoben. Oder runtergeschmissen oder weggeschmissen, was auch immer. Das Duell. Hyped gegen WFN. Oh, aber der ist clean im Gesicht. 5-7 kann Perks auf jeden Fall. Ah, da, mein letzter Schuss macht den Schaden. Jetzt noch zwei Pistols am Leben. Schuss, der sitzt hier von Freeze. Wichtiges Brett. Aussicht sehr weit vorne. Man pusht jetzt hier Richtung den B-Spot. Die M4 hat Aussicht sich gegönnt. Moss hat nur noch 5 HP. 5 HP da unten. Die Frage ist halt, wird den Aussicht finden? Der schleicht einfach durch. Schön gemacht natürlich auf dem Moment. Auf Distance jetzt Freeze hier mit einer MAC-10. Ne, MP9. Natürlich gefährlich. Gibt man safen? Vielleicht gibt man nochmal safen hier auf Sicht. Aus Seiten von den Jungs von Attacks. Vielleicht haben wir eine Waffe irgendwo finden. Gucken wir mal, was Freeze macht. Aber ich glaube, die MP9 wird also 11 zu 4. Aussicht findet nochmal jemanden in der Mitte. Smoke den nochmal ab. Damit hier wahrscheinlich jetzt gleich Freeze kommen kann. Oder der snackt sich die Waffe aus der Mitte. Kann jetzt, muss jetzt rennen. Aber die AK nimmt man natürlich auch sehr gerne. Also eine AK for Freeze ist natürlich eine Sache, die ist mega. Kara probiert es. Kara wird rausgenommen. Schöner Schaden jetzt hier auf jeden Fall. Von Orsek nochmal zum Schluss. Wichtig gemacht. Trotzdem natürlich eine nächste Runde für die Tees. Aber sehr, 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 sehr close. Kein Vergleich zu den Runden von Attex. Also, wir müssen da nochmal durch. Jetzt gibt es die Full Echo. Man hat zwei Heal Weapons. Man droppt jetzt mal eine Pistole jetzt hier von den Jungs, die sie mitgenommen haben. Auch richtig stark, was hier Freeze und Orsek rausgeholt haben. Zwei Waffen mitgenommen. Eine AK, eine M4 und die beiden Pistols, die 5-7s, die sie hatten, gedroppt an seine Mates. Ein bisschen Utility reingekauft, man sieht es hier, man macht sogar nochmal einen Half-Buy. Wahrscheinlich wird man nächste Runde nochmal safen oder so einen Half-Buy machen und dann den Full-Waffen-Line-Up rauspacken mit AWP, Full-Utility, Diffuse-Kits und alles, was das Herz begehrt. Ich sag's euch, wie es ist, so wird's kommen. Und dann werden wir auch den Sack zumachen. Lieber einmal richtige Waffe und dann geht's ab. Aber jetzt möchte man vielleicht nochmal ein bisschen Impact bringen. Jetzt nochmal ein bisschen Schaden, nochmal ein bisschen... Oh, jetzt sind wir abgestürzt. Geht nicht weiter, verdammte Axt, jetzt müssen wir hier... Oh nein, das nervt jetzt hier. Oh, meine lieben Freunde, jetzt haben wir einen Spoiler-Alarm. Boah. Das ist nervig, ich sag's euch, das ist nervig. Das ist belastend. Also, ihr seht, 11 zu 5 leider. Die Runde haben wir nicht bekommen, aber vielleicht Schaden machen können. Wieder auf dem Server drauf. Wo man leider gespoilert, aber wir bleiben drauf. Weil wir haben den ersten Frag haben wir gemacht, das ist schon mal richtig geil. Wir haben drei Waffen, dann verlieren wir die Runde noch, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht möglich sein. So bitter. Aber das ist halt der Vorteil dann von Rüstung und so, die man hat. Ja, wir haben ja, glaube ich, keine wirkliche Rüstung. Jedenfalls keine Kevlar mit Helm. Kevlar schon. Aber das ist natürlich immer bitter. Dass wir die Runde noch abgeben, ist natürlich echt schade. Oh, die Shots von Arrow gehen daneben. Oh, Zack macht einen noch. Kann er noch einen zweiten mitnehmen? Keine Chance. Dann kommt der Rest angerannt hier von uns. Das Timing für Perks gegen ihn wahrscheinlich. Kara direkt im Gesicht. Der Spray auf Distanz. Auch nicht so wundervoll. Probiert es irgendwie hyped und die Waffe wird wieder gesaved von Freeze. Schade. Schade, schade. 11 zu 5 ist es und dann weiß ich gar nicht, wie viel lose Bonus hat man. Wird man jetzt reinkaufen? Holt man sich die AWP? Und gucken, was die Jungs machen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Runde Nummer 17. Jetzt aber Gas geben. Natürlich hat man jetzt nur wieder Pistols, wie ich gerade schon von mir angekündigt. Das hat man runtergekauft auf C2K. Nächste Runde hat jeder 5K plus. Und dann gibt es die vollen Waffen.
Ne, wir sehen auch hier einen Hype, der 3K wird nochmal 3 haben. Und top, nächste Runde, da hat man die AWP mit Kevlar und da will man dann auch das Ding beenden. Dann steht es 11-6 zwar, außer man holt jetzt irgendwie durch ein Wunder die Runde. Das wäre natürlich überkrass. Sowas kann einmal passieren. Weil ich kann immer nur wieder meinen guten Felix zitieren. In einer Pistol bekommen die Teams Eier. Man spielt einfach ganz anders, weil man eh nichts zu verlieren hat. Man geht einfach ein bisschen frecher, man hat andere Angles. Hier, guck mal, Arrow, gute Trap gesetzt. Wenn jetzt hier Prime peaken sollte, Arrow kann den Fake ziehen, dann kann Orzek hier mal ganz kurz ins Gesicht springen. Das wäre natürlich genau das richtige, der richtige Call hier, das ist genau das richtige Ding für Attacks. Und man scheint hier wirklich für den B-Spot zu gehen. Da warten 5 CT-Spieler, 5 Attack-Spieler ready für diesen Push. Oh mein Gott, der Jiggle ist ready, es ist Orzek, die Trap ist offen. Trap Nummer 1, ist guter Schutz von der Diegel. Es will Orzek, will noch mehr wissen hier im Nahkampf, aber es geht nicht weit auf das Spot drauf. Schön gemacht von Hype. Oh mein Gott, wie viele CTs da stehen. Jetzt muss die Hype noch einen zweiten machen, das wäre so genial gewesen. Schade, ganz schade für Attacks. Ich sag's euch, der hätte richtig gut gehen können. Freeze jetzt einfach durch die Smoke. Das, so kennt man ihn. Ganz frech einfach durch. Ganz frech hier. Das Timing könnte richtig frech kommen. Der Deagle-Shot. Oh, schade. Er weiß, dass rechts einer stehen muss. Und Riss hat ihn nicht auf dem Schirm. Er wird nicht abgedeckt. Er weiß, im Connector ist einer. Die AWP. Freeze, Junge. Was ist denn hier los, meine lieben Freunde? Oh mein Gott. Er hat kein Defuse-Kit. Er muss die Spieler irgendwie finden. Scheiße, er weiß nicht, wo er ist. Der ist ein Connector. Schade, die Runde ist weg wahrscheinlich. Aber egal, was für zwei Monster-Klicks hier von dem guten Freeze. Ab! Die AWP nimmt man gerne mit. Das war eine richtig schöne Runde von Freeze. Hier noch zum Schluss. Ich sag's euch, zwei richtig fette Schellen in die Gesichter. Da ist es 11-6. Ist der NS. Nice Shots, muss man ganz klar sagen. Die waren wirklich sehr eklig, sehr brutal. Wir haben sie auf jeden Fall eingefangen, meine lieben Freunde. Und da geht's rein. Jetzt haben wir alles da. Hat ein bisschen länger gedauert hier, bis es dann doch endlich mal in die Waffen geht. Natürlich ist es immer sehr, sehr schwierig, wenn man die Pistol gewinnt. Danach gegen die Force-By verliert der Gegner. Das ist sehr eklig, besonders als CT schmerzt das sehr. Und deswegen der Call jetzt hier in die Full Utility. Wir haben nur ein Defuse-Kit hier. Man hätte ruhig gerne noch ein zweites kaufen können hier bei Freeze. Hätte ich mehr gefühlt. Aber okay, sie wissen, was sie tun. Aber overall haben wir Full Utility. Wir haben die Waffen. Und jetzt muss es heißen hier 12-6, 13-6 und Feierabend. Also Daumen drücken für Attacks. Sehr, sehr gerne. Wir sehen diesmal keine Mittelkontrolle von Freeze. Und das wird diesmal ein Neckbreaker. Das Timing ist gut. Die Tees laufen hier einfach durch die Mitte durch. Und man hat es nicht auf dem Schirm. Das Timing ist natürlich mega crazy. Oh mein Gott, keiner guckt Richtung Mitte. Einer muss hingucken. Man ist zwar gedeckt, das ist, jetzt sind sie schon da. Die kommen schon drauf. Oh mein Gott, gefährlich. Hype 1, Hype keine 2. Die Runde ist schon wieder weg. Attacks macht sich seine eigene Runde kaputt. Mit dem Nichtdecken der Mitte. Boah. Jetzt wird es doch langsam intens. Dann entscheidet man sich einmal für einen anderen Call. Deckt die Mitte nicht. Und Raptors machen das gut. Und so schnell kann es gehen auf einmal, ne? Aus meiner Sicht immer noch Attacks ist ganz klar bessere Team hier. Hat man gesehen vorher. Man hat viel mehr Duelle gehabt und ist darauf eingegangen. Und nicht so eine, sag ich erstmal, in den Rücken, Seiten kommenden Aktionen von den Tees. Sondern hier war es halt, ja, muss man so sagen. Hat man frech gemacht. Man ist so dritt einfach durch die Mitte durchgepusht. Ganz, ganz frech. Das tut weh hier auf jeden Fall. Aber egal. Runde abgeben, hat gesaved. Nächste Runde kann man wieder reinkaufen nochmal. AWP konnte man nicht safen, leider natürlich. Schade. Aber Hyped hat genug Geld, um noch eine AWP zu kaufen. Er hat 7k, hat Hyped. Und man kann auch eine M4 droppen für den guten Perksen. Also Waffen sind wieder da und jetzt müssen wir Gas geben. Jetzt brauchen wir, jetzt ja, langsam wird es jetzt Zeit. Ne? Also ich hatte eigentlich mir einen 13-3 so gehofft, aber so crazy.
Oh Mann, bei mir ist richtig schön warm, mollig, obwohl es bei dir jetzt heute geregnet hat und kühl war am Abend. Läuft. Ihr seht, es gab eine kurze Pause, kurze Besprechung hier bei Atex wahrscheinlich. Jetzt aber. Jetzt müssen wir langsam mal Gas geben. Langsam wird es jetzt mir. Also, wobei, ich habe ja. Was habe ich gecallt? 13-8, oder? Vielleicht habe ich einfach zu laut gesprochen und Zen hat es möglich gemacht. In der Mitte geht's ab aus dem Connector. Was macht Elbro? Der holt den Frag gegen WFN. Moss holt sich den aber den ersten Counter-Frag, also den ersten Frag so am Anfang. Somit haben wir jetzt 4 gegen 4. Vorteil somit für die Tees. Vielleicht ein Perks, jetzt einfach mal frech nach vorne geht. Aber er will auch nicht zu viel committen, weil. Das sind dann manchmal genau diese Situationen, die man am Ende mit Problemen ja, zu kämpfen hat, weil man dann einen Spieler schnell verliert. Und Arrow sieht hier niemanden, deswegen ready. Hyped ist schon da, zielt ab auf Moss. Der darf gerne pieken und Hyped ist diesmal auf 100% mit dem Schuss dabei. Vorteil für uns. Jetzt brauchen wir nur noch eine Smoke. Dankeschön für die B-Main. Da kommt erstmal keiner durch. Die Granate von Kara, wenn da einer kommen sollte oder sogar hier von Riss, die gehen einfach frech durch die Smoke durch oder was. Oh mein Gott, auf Contact und Arrow, aber ist ready mit dem Double. Und es ist doch hier die 12. Runde. Rotation von Freeze ist auch da. Prime, was willst du machen? Niemals. Schön von Arrow, gutes Timing. Aber frech von den Raptors. Guckt euch das an, wie man einfach durch die Smoke durchläuft. Ohne Granate, einfach durch die Smoke. Das muss man erstmal bringen. Das musst du erstmal bringen. Das ist schon super heftig. Ja, jetzt gibt es eine Support-Flash. Nein, Arrow macht jetzt auch die Faxen, aber wird bestraft direkt. Jetzt ist natürlich der Gegner bekannt. Warum nicht, kann man mal machen. Aber das war wirklich ein frecher Spielzug hier von Raptors. Jetzt nicht zu viel, dass man außerdem noch mehr Spieler verliert, wäre echt nicht so gut. Kurzer Jiggle ist okay, man geht auf den Plant, aber Hype ist da. Also irgendwann Hype kommt ja niemals vorbei. Prime muss Gas geben, wenn er Bombe legen möchte. Aber es sind nur 8 Sekunden auf der Uhr, also somit geht es in den Safe hier bei Prime. Und es ist das 12-7 endlich. 12-8 habe ich mir gewünscht, damit es ein bisschen spannend wird. Jetzt haben wir das 12-7. Gerne das 13-7 und dann ist doch alles fein. Dann ist alles fein, ich bin happy. Mal leckt der Stream oder ist alles in Ordnung? Ah, ich habe ab und zu mal kleine Codierungsprobleme, sagt er bei mir. Bisschen traurig bin ich. Eigentlich zu warm für den Rechner. Ich brauche bald neue Rechner. Scheiße hier. Crazy, Maisy. Ich hoffe natürlich, er leckt nicht. Aber alles ist im grünen Bereich. Da bin ich happy. Und ihr hoffentlich auch. So, let's go. 13-7 und dann ist alles gut. Also schauen wir uns das jetzt mal an. Was unsere fünf Jungs jetzt hier vielleicht in der vermaledeiten letzten Runde können. Der Gegner hat nochmal reingekauft. Deagle, Galil, 2 AKs und die AWP dabei. Also man hat ein gutes Waffenlager nochmal. Damit kann man Straten machen. Perks und Freeze, die beiden am A-Spot. Bei alten Mates. Jetzt hier ist Timing ganz unglücklich. Och nö. Das kann doch nicht hier ernst sein. Das ist so heftig. 12-8. 12-8. Das ist doch schon wieder einfach sowas von unglücklich. Schade. Oh, schon wieder abgekackt. Ey, wir sind schon wieder abgekackt hier. Ey, es kann doch nicht wahr sein. Oh nein, ey. Es ist doch einfach nur hässlich. Es tut mir echt leid. Das ist der das sind die Probleme, die man hier hat in solchen, in den Sachen. Wir sind da, 12-8. So, jetzt aber. Daumen drücken. Alles geben. WFN macht den Frag natürlich nicht so gut. Jetzt brauchen wir einen Hero-Moment für Atex. Ein Hero-Moment. Danke, Frankfurter Typ, für den Raid. Grüße gehen raus. Ich hoffe, deine Jungs, ich glaube, Wave Out, habe ich, glaube ich, gelesen, haben gewonnen. Ich weiß gar nicht, ihr sehr immediate, open. Ich weiß nicht, wo die zocken. An alle willkommen, an alle, die sich jetzt auch mal ein bisschen hier
Vergnügung reinholen wollen mit meinem Cast von Etex, wo es jetzt auch relativ knapp wurde, obwohl die Hälfte, zur Halbzeit stand es 10 zu 2 für Etex. Viele, viele doofe Runden. Bisschen unglücklich Unglück dabei. Jetzt gibt es die Smoke von Perks, die er endlich auch werfen darf, ohne hops zu gehen. Oh mein Gott, 4 gegen 5. Wir brauchen jetzt irgendeinen Klatsch, irgendeinen Orsek, irgendeine geile Aktion von uns. Kommt schon, Jungs. Irgendein bisschen Glück auch auf unserer Seite noch. Das wäre perfekt. Da gibt es nochmal eine Smoke gegen den guten Orsek. Es wird gepusht hier wahrscheinlich gegen Perks. Hyped ist ready mit der AWP. Die Smoke faded. Es soll der A-Spot werden. Soll er einfach. Und braucht die Rotation auch noch hier gerne von unserem Bruder. Orsek, das Timing. Leider zu Ungunsten. Hype mit dem Frag. Perks mit einem. Kein Perks. Zweiten Hype fällt. Und die Runde ist schon wieder weg. Es kann doch nicht sein. Oh Mann. Schade. 12 zu 9. ist sehr Main sogar stark. Mega. Dann GZ zum Sieg auf jeden Fall. Ja, vielleicht kriegen wir einfach noch durch von Arrow und dann sind wir alle glücklich. Schauen wir mal. Eieiei, jetzt wird's echt kritisch hier, meine Lieben. 12 zu 9 und Etex im Zugzwang langsam. Die müssen mal jetzt wirklich closen. Jetzt ist es am Ende doch closer als gewünscht. Die Jungs können jetzt einfach mal ganz kurz mal einmal rasieren. Einmal ausrasten. Einmal ein paar geile. Einfach mal jetzt schießen, Hype. Ja, schöne Granate. Oh, schade. Hätte ich komplett gefeiert, wenn wir jetzt hier ganz kurz nochmal die Bretter sehen und es geht doch Richtung den B-Spot. Man hat diesen Peak hier abgewartet hier von den Raptors. Machen die sehr gut. Man ist mal zu dritt auf dem Spot. Arrow, guter Schaden. Molo auf Timing. Hype mit dem Frag. Ganz wichtiges Brett. Schnelle Smoke für den guten Main-Eingang. Mal gucken, ob man einfach frech durchgeht. Rotation gibt es natürlich noch nicht, weil wir sind auch natürlich genug Leute noch am Leben im Gegner. Man weiß nichts. Granate kommt gar nicht so schlecht. Wahrscheinlich gegen Karan. Macht ein bisschen Schaden. Arrow hier am Pillar. Muss das Duell am besten gewinnen gegen VWFN. Das Timing wäre natürlich perfekt, aber der zieht jetzt ab in die falsche, in die andere Richtung. Oh mein Gott, diese Zwickmühle für Arrow. Ganz eklig. Ah, oh, wie gemein gemacht hier. Er braucht die Rotation jetzt auf jeden Fall hyped. Muss auf jeden Fall einen Schuss setzen gegen Prime. Macht er auch wichtiges Brett. Und hyped mit dem zweiten. Und diese Runde geht. Ah, da ist es. Hyped holt die Runde mit seinem Mate zusammen, mit Orsek. 13 zu 9 gewinnt man dann diese Partie zum Schluss noch. Heftige Nummer, meine lieben Freunde. Heftige Nummer. Boah, ich habe kurz gedacht, so jetzt, was ist hier los? Jetzt klappt hier gar nichts mehr, oder was? 13-8 habe ich mir gewünscht. Ich habe ein 13-9 bekommen. Vollkommen in Ordnung, kann man mit leben. War spannend, war am Ende dann zu spannend, weil man keine Runden gewinnen konnte. Irgendwie gerade, aber das war ein wundervolles Ding. Also GG, well played an die Jungs. Raptors somit natürlich ein Lose auf dem Konto. Wir müssen mal gucken, wie die standen eigentlich. Kann man das sehen? Die haben schon 5 Spiele gemacht aktuell anscheinend. Oder nee, warte, lass mich lügen. Die stehen 1-1. Die stehen 1 Sieg, 1 Niederlage. Gegen Jano haben die gewonnen. Gegen uns haben sie jetzt hier dick auf den Sack gekriegt. Also alles cool. In dem Sinne, vielen Dank fürs spontane Reinschalten. Ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Und wir haben so ein bisschen gefeiert zusammen, wie die Jungs von uns hier von Etex einmal nicht rübergefahren sind, sondern es wurde doch ein bisschen spannender, aber die T-Side war sehr clean, hat sehr Spaß gemacht. 10 zu 2 war echt heftig. Damit habe ich eigentlich nicht gerechnet noch, dass es dann am Ende so close und knapp wurde. Also, macht es gut, habt einen wundervollen Abend. Genießt ihn. Ich hoffe, ihr seht es ja schon, euch ist nicht so warm, wie mir warm ist. Und dann sieht man sich beim nächsten Cast entweder von Etex hier auf meinem Kanal oder auch gerne Arrow. Da werde ich auch reinstarten, soweit ich immer Zeit habe. Und ansonsten nächste Woche im Major. Bisschen da, bisschen ballern. Macht es gut, habt einen wundervollen Abend. Bye bye, euer Albi. Ciao, ciao. Danke fürs Dabeisein.